Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein leckeres Pfannenrezept für euch und dieses Rezept wurde von spanischer Paella inspiriert. Es ist super lecker, geschmackvoll und es schmeckt nach Urlaub in Spanien. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Erstmal werde ich alles für meine Pfanne vorbereiten. Ich habe hier drei Knoblauchzehen, drei große Knoblauchzehen. Wenn du Knoblauch magst, dann nimm auch drei. Wenn nicht so gerne, dann kannst du auch eine oder zwei nehmen. Und dann den Knoblauch schälen und fein hacken. Dann habe ich noch eine ganze Chili und ich verwende die Chili mit den Kernen. Es gibt dann ein bisschen mehr Schärfe für die Pfanne. Wenn du es nicht so scharf magst, dann kannst du die Kerne auch entfernen oder auch ein bisschen weniger Chili für den Rezept verwenden. Und dann ich werde noch die Chorizo-Wurst in solche dicke Scheiben schneiden. Und das sind jetzt die ersten Sachen, die ich braten werde. Und ich kann jetzt dann meine Pfanne auch warm machen. Und dann, wenn die Pfanne warm ist, den Boden schön mit Olivenöl bedecken. Und direkt den Knoblauch, Chili und Chorizo-Wurst in die Pfanne geben. Ich werde jetzt das alles für ein paar Minuten braten, sodass der Knoblauch und Chili und Chorizo ein bisschen Farbe kriegen und die geben auch dann schon viel Geschmack für den Öl, der dann die anderen Zutaten auch schön würzt. Und in dieser Zeit werde ich die anderen Gemüse auch vorbereiten. Die Karotten in dünne Scheiben schneiden und erstmal zur Seite lassen. Dann ich habe hier eine vorgekochte Mais und ich werde die Kerne so mit einem Messer entfernen und die lege ich erstmal auch dann zur Seite. Zucchini in dicke Würfel schneiden und auch zur Seite lassen. Jetzt sieht die Chorizo und Knoblauch sehr schön aus. Es riecht super lecker und es ist alles hat schon ein bisschen Farbe gekriegt und ich werde jetzt dann meine Garnelen dazugeben. Ich verwende ganze Garnelen, weil ich finde, dass die den meisten Geschmack dann für solche Gerichte geben. Und ich werde jetzt die Garnelen bei mittlerer Hitze für ein paar Minuten braten und man merkt dann, wenn die fertig wären, weil die seine Farbe ändern. So, die Farbe wird dunkler. Und dann sind die Garnelen fertig. Nach ein paar Minuten gebe ich noch ein bisschen Wein dazu und werde die Garnelen noch für weitere paar Minuten kochen lassen. Das ist optional. Ihr könnt auch den Wein einfach weglassen und die Garnelen einfach so für die paar Minuten weiter braten. Und jetzt nach diesen paar Minuten sind die Garnelen fertig und ich will nicht, dass die zu lange kochen, deswegen werde ich jetzt die Garnelen und auch den Wurst von Pfanne nehmen. Alles andere lasse ich in meine Pfanne, weil das wird dann viel Geschmack meiner Gemüse und dem Bulgur geben. Deswegen einfach die Garnelen und Wurst erstmal von Pfanne nehmen. Und erst werde ich die Karotten mit Mais für ein paar Minuten braten und erst danach werde ich dann den Bulgur dazugeben. Jetzt werde ich den Bulgur dazugeben, ganz kurz mit den Gemüsen zusammenrühren und den Wasser dazugeben. Und der Bulgur wird bei mittlerer Hitze so lange gekocht, bis die Wasser komplett abgedünstet hat. Und ungefähr so die halbe Zeit, wenn die Bulgur fast fertig ist und da ist nur ganz bisschen Wasser, werde ich noch den Zucchini dazugeben mit Lauchzwiebel. Ich gebe meine Zucchini so ganz am Ende, weil ich mag die Zucchini so, dass es bisschen noch knackig ist und diese schöne Bissfestigkeit hat. Aber wenn du die Zucchini weicher magst, dann kannst du auch die Zucchini würfeln jetzt direkt dazugeben.
Und so sieht es dann aus. Ich habe noch ein bisschen Wasser in meiner Pfanne, aber die Bulgur ist schon fast fertig. Jetzt werde ich dann die Zucchini und Lauchzwiebeln dazugeben, schön zusammenrühren und noch 2 Minuten auf niedriger Hitze mit einem Deckel kochen lassen. Danach nehme ich es von Hitze und lasse noch 5 Minuten stehen, so dass die Zucchini noch ein bisschen weicher wird. Und dann nach die 2 Minuten gebe ich noch die anderen Zutaten auch dazu, so meine Garnelen und Chorizo und auch die grüne Teile von Lauchzwiebeln. Die habe ich auch erstmal zur Seite lassen. Und ich werde jetzt mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Ich gebe keine andere Gewürz dazu, weil die Chorizo und die Garnelen geben schon sehr viel Geschmack. Und ich finde, diese Geschmäcker sind so schön, dass man keine andere Gewürz dann dazu geben muss. Jetzt dann alles gut rühren und Deckel drauf, die 5 Minuten stehen lassen, dann werden die Garnelen auch wieder warm und die Chorizo auch und dann ist die Pfanne fertig zum Servieren. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen. Ich liebe solche Rezepte, die man in einer Pfanne ganz einfach zubereiten kann und es ist genau so ein Rezept und es hat auch mega viel Geschmack von dieser spanischen Chorizo-Wurst und auch von Garnelen. Dieses Rezept kannst du auch ganz einfach ein bisschen an dich passen. Zum Beispiel, wenn du es nicht so scharf magst, kannst du die Chili einfach weglassen oder ein bisschen weniger nehmen, als ich genommen habe. Und den Wein kann man auch ganz einfach weglassen, dann einfach anstatt ein bisschen Wasser dazugeben. Und auch eigentlich die Garnelen kann man auch mit Hähnchenfleisch ersetzen oder einfach nichts extra dazugeben. Wenn du es mit Hähnchenfleisch ersetzt, dann Hähnchenbrustfilet nehmen und ganz kleine Würfel schneiden und dann anstatt Garnelen dazugeben. Ich hoffe, dir hat dieses sommerliche Pfannenrezept gefallen und wenn ja, vergiss nicht die Daumen nach oben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.